herzlich willkommen zum heutigen Thema, mit dem ich Ihnen die Fragen eines Geschäftsführers zur Haftung des Geschäftsführers im Zusammenhang mit der pauschalodierten Unterstützungskasse vorstellen möchte. Gerade das Thema Haftung ist ja ein sehr wichtiges Thema und in dem Fall sind von einem Geschäftsführer auch sehr treffende, sehr intelligente und im Kern auch die richtigen Fragen gekommen. Erste Frage war, wir nehmen ja so gesehen einen Kredit bei unseren Mitarbeitern auf. Faktisch ist es ja so, betriebswirtschaftlich ist es ein Kredit des Mitarbeiters an den Arbeitgeber. Mitarbeiter sagt, meine 100 Euro Entgeltumwandlung musst du mir nicht heute auszahlen, gib's mir in 30 Jahren zurück und zahl mir 1%, 1/4, 1,5, 1,75%, je nachdem wie großzügig der Geschäftsführer ist, zahlen wir das mit Zins zurück. Also ganz einmal wie ein Darlehen, absolut kalkulierbar, ein absolut fester, unabänderlicher Zins. Es gibt keine Sicherheit, keine Bonitätsprüfung. Der Mitarbeiter hat absolute Sicherheit, weil er durch einen Pensionssicherungsverein zu 100% geschützt ist. Es gibt einen klaren Rückzahlungszeitpunkt und wir haben absolute Transparenz. Die andere Frage, auch ganz klar, wird immer wieder gestellt. Sollte die Firma in der Leistungsphase nicht mehr zahlen können, muss dann der Geschäftsführer mit seinem Privatvermögen oder anderweitig haften? Beziehungsweise was passiert, wenn das Unternehmen nicht zahlen kann? Nein, wenn das Unternehmen nicht mehr zahlen kann oder zahlungsunfähig ist, haftet der Geschäftsführer genauso wenig wie ein Bankkredit, bei dem er keine private Bürgschaft hat oder Verbindlichkeit eines Lieferanten. Da haftet er nicht dafür. Das ist eine Schuld des Unternehmens. Wenn er nicht zahlen kann, haftet er nicht. Der Mitarbeiter, der hat einen hundertprozentigen Schutz. Mitarbeiter ist abgesichert. Mitarbeiter kann kein Geld verlieren. Der kann weder seine Entgeltumwandlung noch den Zins verlieren. Was passiert? Der Pensionssicherungsverein, der trifft Kraftgesetzes ein. Er wendet sich an die Unterstützungskasse und sagt, welche Zusagen liegen vor. Die Unterstützungskasse kopiert alles und der Pensionssicherungsverein übernimmt es, übernimmt die gesamte Verpflichtung, Zusage inklusive Zins und zahlt einfach bei Fälligkeit an den Mitarbeiter. Der Geschäftsführer haftet also nicht. Und der Geschäftsführer hier fragt weiter, welche sonstigen Risiken können bei Nichtzahlung noch bestehen. Und da ist es so, das einzige denkbare Risiko ist, wenn der Geschäftsführer irgendwas betrügerisch macht, wenn er irgendwo Geld heimlich rausnimmt, wenn er sich Geld selbst unterschlägt, wenn er Geld auf die Seite bringt und praktisch einen Bankrott macht, eine betrügerische Insolvenz, dann wird ja im Normalfall der Insolvenzverwalter gegen ihn vorgehen und wird sagen, so, du hast deine Lieferanten nicht bezahlt, du hast das Geld veruntreut, er wird versuchen, das Geld sich zurückzuholen. Beim Pensionssicherungsverein ist es deutlich unwahrscheinlicher, dass er das macht, weil der Pensionssicherungsverein, der holt sein Geld über die Umlagen bei allen Trägerunternehmen und das ist für ihn der einfachste Weg, da wird einfach ein Bescheid, die Gebühren jährlich neu festgelegt, 1,2, 1,3 Promille, was er eben auch braucht für die Insolvenzen, die es in dem Jahr gegeben hat und dann holt er sich das Geld. Der wird keinen aufwendigen Weg gehen, einen Betrug nachweisen, Unterschlagung nachweisen, solche Dinge mehr. Also wenn irgendwas passiert, Insolvenz, ich habe es noch nie in meiner Laufbahn, wir haben bestimmt schon 40, 50 Insolvenzen abgewickelt mit Unterstützungskassen in den letzten 20 Jahren, aber noch nie irgendein Problem gehabt. Es müsste was ganz was Großes sein, dass hier mal Insolvenzverwalter einen Betrugsfall wittert. Und dann macht er das nicht wegen U-Kasse, da schon gleich gar nicht, sondern wegen den Bankverbindlichkeiten, wegen den Lieferantenverbindlichkeiten, wegen allen anderen. Dann die Frage natürlich, gibt es eine Absicherung für dieses Risiko? Da muss man natürlich unterscheiden. Der Mitarbeiter, der ist absolut abgesichert durch den Pensionssicherungsverein. Dem Mitarbeiter kann nie was passieren. Selbst wenn der Arbeitgeber falsche Meldungen, keine Meldungen an den Pensionssicherungsverein macht, der Mitarbeiter ist Kraft Gesetzes abgesichert. Der Geschäftsführer, wie kann sich der absichern, wenn er sagt, Mensch, wenn ich Fehler mache und wenn ich einmal besonders dumme und besonders leichtsinnige Fehler mache, die wirklich nicht passieren können, das betrifft ja das gesamte Geschäftsleben, die gesamte Geschäftsführungstätigkeit, dann kann er sich mit der DNO-Versicherung absichern und die DNO-Versicherung, die greift dann, wenn ein Insolvenzverwalter kommt und da geht es wieder ganz generell, ganz normal, bei jeder normalen Insolvenz und sagt, pass auf, lieber Geschäftsführer, die Handlung oder die Entscheidung hättest du nicht treffen dürfen, da nehme ich dich jetzt in die Haftung, ganz allgemein. Und das ist was üblicherweise eine DNO-Versicherung
abdeckt. Aber nichts Spezifisches auf die UKASE abgesehen, sondern ein ganz normales Geschäftsführungsthema. Was gibt es sonst noch für Haftungsrisiken der Geschäftsführer? Nein, mir sind keine bekannt. Der macht eine Zusage, Mitarbeiter wandelt Geld um 100 Euro zum Beispiel, er zahlt 1,5% und die 1,5% und die 100 Euro muss er einfach am bestimmten Tag X, egal was passiert, ob Mitarbeiter ausscheidet, egal was passiert, am bestimmten Tag X, wenn der Mitarbeiter 65 oder 67 wird, hat er die zu bezahlen. Andere Risiken gibt es nicht, genauso wie beim Bankdarlehen. Da gibt es auch keinen, der was fällig stellt. Da gibt es auch keinen, der noch eine Sicherheit verlangt oder Ähnliches. Also keine Haftungsrisiken und im Ergebnis auch deutlich weniger Themen oder Probleme, die es bei jedem anderen Bankdarlehen oder jeder anderen Thematik geben würde. Nächste Frage, die er gestellt hat, wenn ein Darlehen bei der Gruppenunterstützung genommen wird, verschlechtert sich dadurch das Rating bei der Bank. Da gibt es einen sehr großen Aufsatz oder Artikel von mir auch im Ratingbuch von Professor Hobach und Professor Farnhold, die zu dem ausführlich Stellung genommen wurde. Aber ganz generell muss ich zwei Punkte unterscheiden. Wenn ich mit dem Darlehen einen Kontokorrentkredit tilge, verbessert sich das Rating. Da die Verbindlichkeiten sind ja gleich hoch, aber die Fristigkeit, die verlängert sich. Also ich habe wesentlich länger Zeit, um irgendwas zurückzuzahlen. Das heißt, das Unternehmen ist länger liquide, hat länger nicht das Problem der Rückzahlung und ich habe den Vorteil, die Zinsen, die reduzieren sich in der Regel dadurch und die Sicherheiten, die werden frei. Und auch die Bank, die reduziert dadurch ihr Obligo, weil auch die Bank weniger Darlehen draußen gegeben hat und im Zweifel vielleicht die gleiche Sicherheit oder die gleiche Globalzession oder Ähnliches wie vorher hat. Und wenn ich sage, die Zinsen reduzieren sich, dann habe ich als Zinsen die betriebswirtschaftlichen Zinsen, die 1,5% oder 1,25%, die ich dem Mitarbeiter zusage. Das sind die entscheidenden Zinsen. Alle anderen Zinsen zahlt der Arbeitgeber an sich selbst und sind im Prinzip weiterhin sein Geld, die einfach für die Verpflichtung benötigt werden oder auch nicht. Aber die Zinsen, die an den Dritten gehen, sind nur die 1,25%. Der andere Fall ist, kaufe ich Kapitalanlagen, dann verlängert sich zwar die Bilanz, ich habe ein bisschen mehr Verbindlichkeit auf der Passivseite, ein bisschen mehr Kapitalanlage auf der Aktivseite. Die verlängert sich, also wenn ich mir sowas anschaue wie der Eigenkapitalquote, die würde etwas schlechter werden. Aber die Kapitalanlage, die dienen ja nicht speziell dem UKAS-Darlehen, sondern die stehen auch für die übrigen Bankverbindlichkeiten zur Verfügung und erhöhen im Ergebnis die Sicherheitenlage. Und das ist was, was ich vielleicht mit der Bank auch kommunizieren muss und bei entsprechender Darstellung ist auch möglich, dass die Banken das für Auswertungs- und Analysezwecke wirklich verrechnen, eliminieren, zumindest hier kein Problem sehen oder auch konstruieren. Und die andere Frage, wie argumentiere ich in einem solchen Fall gegenüber Bank, da im Anhang der Bilanz das Darlehen ja ausgewiesen wird? Ja, das Darlehen, das ist also in der Bilanz und nicht im Anhang. Im Anhang haben wir nur so etwas wie einen Lastwert, also einen Fehlbetrag. Das heißt, wenn mein Barwert meiner Verpflichtung, also der Barwert, den ich heute dem Mitarbeiter abgezinst schulde, geringer ist als das, was ich an Vermögen gebildet habe, als was ich schon der UKASE mal zugeführt habe als Aufwand, auch wenn es wieder als Darlehen zurückholen, ich habe es zugeführt, dann zählt es auch. Und wenn das zu wenig ist, dann habe ich hier einen sogenannten Lastwert im Anhang. Und das ist der andere Punkt, der steht einfach im Anhang drin. Ich habe das Geld, ich habe die Liquidität, ich bin ja nicht ärmer geworden. Ich habe auch der Bank nicht irgendwo geschadet. Ich habe 100 Euro vom Mitarbeiter und die 100 Euro plus den Zins, die schulde ich dem Mitarbeiter, das habe ich als fiktive Verpflichtung und wenn ich das in der Höhe nicht dotiert habe, dann besteht noch ein kleiner Lastwert. Aber das macht ja kein Problem per se, sondern zeigt mir, ich habe ein bisschen zu wenig dotiert, kann das gedanklich als Verbindlichkeit noch dazu rechnen, aber ich habe den Gegenwert, meine 100 Euro und die 1,25 Zins, die entweder irgendwo erwirtschafte oder mir irgendwo spare, noch zur Verfügung. Ja, und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Waren sehr gute,
sehr wichtige Fragen. Und wenn man sich die allgemeine Thematik immer wieder vergegenwärtigt, der Mitarbeiter gibt quasi ein Darlehen an den Arbeitgeber zu einem Zins von 1/4, 1,5% und ich weiß, ich muss das zurückzahlen, dann ist es wirklich effektiv nichts anderes als ein normales Bankdarlehen, das ich auch zurückzahlen muss. Aber ich habe hier eben, einen festen Zins, ich habe keine Sicherheiten und ich habe hier absolute Verlässlichkeit und Kalkulierbarkeit, auch hinsichtlich der Rückzahlung, und zwar egal, ob der Mitarbeiter geht oder halbtags arbeitet oder gar nicht mehr kommt oder das Ganze kündigt oder was auch immer. Ja, mit der Mal bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei den nächsten Videos.